when you are at your weakest. And fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu God of War Ragnarök. Vanaheim steht an, alle Sammelobjekte, das verlassene Dorf. Und zwar auch hier wieder der Startpunkt, ganz genau dort, wo wir im vorigen Video aufgehört haben. Denn das ist einfach die sinnvollste Variante, hier durch die Zone hindurch zu gehen. Tut mir leid, dass ich dort keinen besseren Startpunkt irgendwie direkt am Schnellreisetor anbieten kann, aber wo keins ist, oder besser gesagt, wo keins halt am Zonenanfang ist, irgendwie in der Art und Weise, kann ich damit leider nicht dienen. Das Video, ihr seht es, ist zu den anderen im Vergleich sehr, sehr lang. Liegt daran, dass wir lange, weite Wege hier im Dschungel zurücklegen. Ist nicht anders zu realisieren. Und ganz zum Schluss machen wir sogar noch einen Miniboss. Ganz wichtiger Boss brauchen wir auf alle Fälle für Gefallen, um diese einzulösen. Und deswegen machen wir den noch, weil er ist halt hier in der Zone. Allerdings auch mit einem arschweiten Weg. So kann man es wirklich definitiv sagen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich eventuell diese langen Laufpassagen durch den Dschungel mit höherer Geschwindigkeit abspiele, damit das Video halt einfach ein bisschen kürzer ist. Habe mich aber dagegen entschieden, ganz einfach deswegen, man biegt sehr oft nach 2, 3, 4 Schritten bereits wieder nach links ab, um dann nach 2, 3, 4 Schritten nach rechts abzubiegen. Und wenn man das Ganze dann in doppelter Geschwindigkeit macht, dann wird man eher ein bisschen wuschig und weiß nicht mehr, wo ist man, und haut 25 Mal auf die Pause-Taste, um meinem Weg folgen zu können. So stelle ich mir das auf alle Fälle vor. Und das ist der Grund, warum ich das hier mit einfacher Geschwindigkeit gelassen habe. Ist euch das mit einfacher Geschwindigkeit zu langsam, diese weiten Wege durch den Dschungel, dann habt ihr jederzeit die Option, bei YouTube selber die Wiedergabegeschwindigkeit auf 2 zu erhöhen. Natürlich, so ist jedem geholfen. Ich könnte jetzt auch auf zweifach spulen und sagen, hey, mach doch bitte auf 0,5, aber gehupft wie gesprungen. Wir machen es jetzt so und sind endlich angekommen, sozusagen im Dorf selber, und sammeln hier das erste Wissen ein. Das sind jetzt hier noch Sachen, die relativ nah beieinander liegen. Sehr schön auch, dass es hier in der Zone insgesamt 3 legendäre Truhen gibt. Also hier gibt es 3-mal fettes Loot abzugreifen. So muss man es auf alle Fälle sagen. So, von dem Wissen geht es nämlich direkt zur ersten. Wenn ich gerade schon von gesprochen habe, machen wir uns jetzt schon auf den Weg, wenn er mich da über die Stufe bitte gehen lassen würde. Zur ersten legendären Truhe. Hier müssen wir erstmal kurz das Tor hier aufreißen. Bitte achtet auch nicht darauf, immer auf wie viele Sachen ich zum Beispiel aufgehoben habe. Gerade hier zum Beispiel in diesem Video ist es so, dass ich extremst wenig habe. Beim Odins Raben hätte es euch schon auffallen müssen, ganz einfach. Diese Datei war kaputt gewesen und deswegen musste ich das alles nochmal komplett neu machen. Und das mit einem anderen Spielstand. Und daher hat dieser nämlich so gut wie gar keine Sammelobjekte und auch einen sehr kurzen Lebensbalken und so weiter und so fort. Ich war relativ überrascht, als ich hier mit diesem Charakter in die ersten Zonen ging, um halt mich hier hinzuspielen, um das Ganze nochmal machen zu können, und dann die ersten Gegner mit Totenkopf hatte. Hat mich nicht gerade glücklich gemacht, aber geht. So, die ganzen Blumen hier natürlich wegmachen, da haben wir noch eine vergessen, die anderen waren schon down, weiß nicht, vom Storyfahrt eventuell, dass die dort schon von mir kaputt gemacht worden. Wissen tue ich das wirklich absolut null noch an dieser Stelle. Und da haben wir sie endlich, die Truhe, hier einmal noch die Pflanze ausschalten, sozusagen auf Pause setzen. Und dann können wir hier das erste Mal looten. Und jetzt geht das wenigstens mit den nächsten beiden Objekten auch relativ flott an dieser Stelle. Und zwar haben wir ein Draugerloch, ganz, ganz wichtig für die Upgrades natürlich. Und dann haben wir noch ein weiteres Wissen, was hier gleich hinter einer Kiste versteckt ist. Ja, wirklich hinter der Kiste versteckt. Kann man gerne rechts und links dran vorbeirennen und das Ding trotzdem liegen lassen. Machen wir natürlich nicht. So, einmal hier den Speer reinstecken, damit wir dann hier hochkommen. Wer die Videos zu den Draugerlöchern gesehen hat, hat wahrscheinlich diese Items hier an dieser Stelle bereits beisammen. Da geradeaus haben wir auch schon wieder auf eine legendäre Truhe geguckt, aber erst einmal hier hinter der Kiste versteckt. Ein weiteres Wissen für uns. Und dann geht es von hier aus zum Draugerloch. Das habe ich natürlich wieder komplett rausgeschnitten, den Kampf. Da ganz kurz sehen wir die Hasserfilter rauskommen. Und ja, mit meinem kleinen Level, oder besser gesagt mit meinem wenigen Equip, musste ich das hier meistern. Hat zum Glück funktioniert. Deswegen habe ich das auch nochmal bekommen, neu die Hasserfilter, als wäre das der erste Drauger, den ich mache. Aber gut, so ist das. Hier nochmal der kurze Blick auf die Karte.
So richtig immer mag das nicht funktionieren, ne? Mit drücken Sie bitte auf dem Touchpad auf die linke Seite, dann geht die Karte auf, oft geht trotzdem das Inventar auf. Oder ich bin einfach nicht links genug und das ist keine politische Vertretung, sondern eine Meinung dazu, wo ich da wohl drauf drücke. So, da ist die Truhe, die wir gerade gesehen haben. Ich habe gerade von gesprochen, legendäre Truhe Nummer 2. Und von der geht es dann zur 9. Truhe, die auch wieder recht umfangreich ist, aber komischerweise, wie gesagt, dieser Charakter hier hat praktisch in der Zone noch gar nichts gemacht, außer halt Story. Brennen bereits 2 Lampen, oder besser gesagt 2 Runen, Fackeln brennen bereits. Und ich werde sie trotzdem auslösen, damit ihr wisst, wie es gehen würde, wenn sie nicht brennen würden. Aber das muss wirklich von der Story sein. Andere Erklärung habe ich nicht, wann und wie ich diese Lichter entzündet haben soll. So, wir schwingen uns jetzt hier erstmal eifrig durch die Gegend. Hier geht es übrigens auch zum Schnellreisepunkt. Ne? Das ist hier auch der Weg zum Schnellreisepunkt. Da seht ihr, das ist wirklich ganz weit hinten gelegen. Und wenn ihr den jetzt nicht habt und ich fange dort an mit den Sammelobjekten, dann sagt ihr auch, hey Gudi, was soll der Schmarrn? Ich muss ja erstmal da hinkommen. Daher, wie gesagt, die Variante am Anfang der Zone zu starten. Was ich allerdings oft schon in den 2018er Guides ganz genauso gemacht habe und auch dafür Kritik teilweise geerntet habe. Ich finde es trotzdem noch die beste Variante. Hier unter mir, rechts unter mir am Fuß sozusagen, ist die erste Flamme. Und da müssen wir diesen Eimer praktisch einmal gegenhauen. Ne? Ihr seht aber, dass sie schon brennt. Wir machen das hier trotzdem. Und genauso gegenüber, wenn ihr genau hinschaut, gegenüber dasselbe, da brennt auch schon das blaue Licht. Seht ihr dort leuchten von der zweiten Runenfackel. Ja, nehmen wir es ruhig Fackel. Das Ding leuchtet auch schon, dass echt nur noch eine einzige Rune gemacht werden muss. Und zwar holen wir dafür den Kran hier wieder rüber, damit wir selber halt auch rüberspringen können. Ihr seht, der Feuerpott ist jetzt auch schon an der richtigen Stelle automatisch. Und dann müssen wir den noch einmal dagegen ziehen, normalerweise, wie gesagt. Vielleicht brennen sie ja bei euch auch schon, dann könnt ihr diese Schritte natürlich auslassen, ne? Dann kann man das natürlich auslassen. So, ich wollte gar nicht nochmal zugreifen, das war nicht mein Pläsier. Und hier unten ist dann die dritte wirklich zu entzündende Runenfackel, der Runenfeuertopf. Kommen wir auch ganz normal dran, keine Tricks, kein gar nichts. Das Licht entzündet und 9 Truhe freigeschaltet. So, ihr seht oben 7 von 8 und noch fast 10 Minuten Video über. Das ist ja fast merkwürdig, aber ihr seht, wir brauchen nur noch eine einzige legendäre Truhe. Die holen wir jetzt. Das ist dann das letzte Sammelobjekt. Ich habe den Miniboss diesmal nicht mitgezählt, wobei er natürlich wichtig ist. Aber wir müssen dabei dann sogar auch noch die Zone wechseln. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach, wo der ist, wie er hinkommt. Und dann sollte damit auch genügend getan sein. Aber wie gesagt, der Weg ist lang. Das Gute ist, wenn ihr den Krater noch nicht freigeschaltet habt, automatisch macht ihr auf dem Weg sozusagen die Kraterquest, um das freizuschalten, wenn ihr an der entsprechenden Stelle anhaltet, was ich hier nicht getan habe. Aber das werdet ihr dann schon sehen. Dass Helga vor euch herläuft, ist nicht zu übersehen, wenn ihr die Quest noch nicht gemacht habt. Also das könnt ihr gar nicht verpassen. So, kommen wir erstmal wieder zu solch einem Gerüst. Die legendäre Truhe ist jetzt hier praktisch neben uns. Da sieht man schon so dieses leichte Wabern dort. Wir müssen jetzt aber erst einmal uns den Weg dorthin sozusagen freimachen, damit wir den Kran überhaupt bewegen können, ne? Weil der Kran ansonsten nicht zu bewegen ist. Gehen wir hier rein. Einmal die Chaosklingen hier am Pfeiler ansetzen, den Pfeiler einreißen. Dann kann der Kran auch dran vorbei und dann können wir uns den richtig stellen, um da drüben zur legendären Truhe zu kommen. Wir müssen jetzt auch echt oft drauf rumhauen, bis die Lampe bei uns ist. Da ist er. Einmal rüber. Und dann müssen wir die Lampe gleich nochmal nutzen. Dann holen wir das gute Stück wieder zurück. Weil der kurze Arm auf der Seite und hier der lange Arm, ne? Das hätte sonst wieder nicht gepasst. Und dann haben wir die Truhe und damit geht es dann gleich rüber zum Miniboss. Wie gesagt, ein langer, langer Weg und wir müssen dann vorher auch nochmal, deswegen habe ich euch auf den Schnellreisepunkt hingewiesen, ihr habt das hoffentlich mitbekommen, da rennt ihr jetzt am besten hin zurück, dann am besten
sage ich mal, ich weiß nicht, ob das Beste ist, wirklich Freyas Lager, aber ich glaube schon, das sollte so sein. Die Map mache ich euch jetzt hier auf. So, ihr seht da mit der roten Axt den Boss markiert. Ne? Wir sind wirklich fast da, deswegen gehört ihr halt auch zur Zone dazu. Aber wir kommen von hier aus nicht hin. Es ist uns nicht möglich, von hier aus dort zum Boss zu gelangen. Und deswegen zurück zu Freyas Lager, an dieses Dock hier ran. Das ist das andere Dock gegenüber von Freyas Lager. Aber da ist halt direkt ein Schnellreisepunkt, den habt ihr hoffentlich freigeschaltet. Das ist also um die Ecke von Freyas Lager der Schnellreisepunkt. Und da müssen wir jetzt ein bisschen durch die Gegend paddeln, um dann ganz, ganz weit durch den Dschungel zu laufen. Da seht ihr schon die beiden Speere da rechts von uns leuchten. Das ist der Weg zu Freyas Lager. Wir gehen aber hier den Fluss weiter nach oben. Ne? Weiter den Fluss nach oben, hier unter der Träne drunter durch. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg, um gleich an das richtige Ufer zu kommen und dann relativ lang. Da vorne läuft übrigens Helka, ne? Habt ihr gerade ganz kurz vielleicht gesehen. Und der Weg zum Boss ist jetzt eigentlich, also das kann als Hinweis, wenn ihr die Quest noch habt, immer Helka hinterlässt ja immer wieder diese blauen Spuren, den könnt ihr wirklich komplett folgen, ne? Den könnt ihr hier wirklich komplett folgen, den Spuren, nur dass dann, wo Helka uns den Krater freischaltet, da könnt ihr ja kurz mal anhalten und die Freischaltung machen. Oh, das haben wir kurz hier geschnitten gewesen, unglücklich geschnitten, genau genommen. Deswegen bin ich zurückgerannt. Eigentlich sollte da ein Schnitt rein. Aber gut, mehr Spuren von Helka. Wie gesagt, wegen Helka sind wir nicht hier. Könnt ihr aber dann halt nutzen. Die Augen können lügen, die Nase nicht. Neidisch. Nein. Helka, warte! Was hatte ich jetzt erwartet? So, und hier kommt ihr nur weiter, wenn ihr die Tageszeit ändert. Bekommt ihr auch den Hinweis, im Dunkeln können wir nicht folgen. Es muss Tageslicht sein. Und deswegen ist zum Glück direkt neben uns auch ein Himmelsaltar, wo ihr dann die Tageszeit ändern könnt, um hier weiter A, Helka zu folgen und B, vor allem natürlich zu unserem Miniboss zu kommen. Ne? Hier nochmal der Blick auf die Karte. Direkt neben uns ein Himmelsportal, Himmelsaltar besser gesagt. Ne, da geht es nicht hoch, lieber Gudi, ein bisschen weiter um den Baum herum. Hier wieder Helka Spuren folgen, wenn ihr sie habt. Und dann einmal hier die Tageszeit ändern. Und Freya, hast du in letzter Zeit gute Bücher gelesen? So, seht ihr, damit ist der Baum weg und wir können hier weiter dem Weg folgen. Das Gute ist, dass es hier relativ wenig Abzweigungen gibt, dass hier momentan das meiste einfach nur geradeaus ist. Da kann man sich gar nicht großartig verlaufen. Und dann sind wir auch gleich an dem Punkt, da steht Helka, ne? Da könnt ihr kurz mit ihr labern, damit ihr den Krater freischaltet. Und wir rennen aber weiter geradeaus zum Boss hin, um den zu machen. Und das war's hier. Ich lasse die letzten Minuten jetzt euch gemeinsam hier alleine durch den Dschungel hindurch, weil ihr müsst jetzt sowieso einfach meinen Schritten folgen. Dann kommen wir beim Miniboss an, hauen den um, nehmen das Item mit und sind fertig. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, das kleine Video war hilfreich für euch, es war interessant für euch. Wenn dem so war, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Yeah.